Wenn du mit dem Flaggschiff jetzt erstmal zurückbleibst und dann Ja, wir haben nur noch 2 Minuten. Dieser bedeutsame ja, Auftrag du kannst ja kurz nahe dem zurückhalten Planeten und dann. eure Zuverlässigkeit. Oh, Ihr Schiff schon zwei steht im Stunden gegnerischen um. Feuer. Ist sie schneller? Wie wäre es mit einem Kaffee? Und jeder hat bekommen, Ich schick dir ein was er neues verdient. großes Kriegsschiff als Unterstützung. Fährt die Dings denn jetzt hin? Ist die behindert? Ein Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Oh oh. Die Brunnen an der Noria sind leer. Den Aufbau können wir knicken. Das schaffe ich nie. In einer Minute oder sowas muss das doch jetzt sein, oder? Ja. Das. Einer ihrer Betriebe ist stellt unmöglich. Keine Waren mehr her. Ein Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Qualle? Was meinst du, weniger Bettler für ein Bürgerrecht oder Ein mehr Gegner hat ihr Schiff Handelsschiffe, die mit uns Einer handeln? ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Ich mach mal mehr Handelsschiffe. Komm, 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 wir haben noch 30 Sekunden. Gib Gas, Navi, gib Gas, go, 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 go. 20, 19, okay, schafft sie nicht mehr. Ich habe extra mein schnellstes Schiff dahin geschickt. Fünf, vier, drei, Nein. zwei, eins. Bam, Boah, bam, bam. wie viele Schiffe haben wir jetzt für diesen scheiß Auftrag geopfert? Ja, gleich mal wieder neu machen. Habt Verständnis und leiste, ich schlage ein. Boah, weite Reise. Hatten wir jetzt überhaupt noch Messing? Ich habe den Auftrag schon fertig. Was mit die Artify gebe ich mal wieder zurück hier die ganzen Sachen. Ja, das hatte ich sowieso vor. Toll, die ganzen Segeltücher sind glaube ich im Arsch, oder? Liegen die da noch? Nein, die sind weg. Ein Treibgut liegt da aber noch. Hol ich kurz Achso, mit du Qualle kannst ab. apropos Treibgut, du kannst überall mal das Treibgut einsammeln, zum Beispiel in Baldingen, auf der Exhauptinsel von Erstmal muss Hill. ich Schiffe bauen. Da kannst du überall mit der Atifa mal lang cruisen. Ach, die Santa Barbara lebt wieder? Ey, du hast noch ein neues Flaggschiff gekauft. Ja, aber die hieß nicht für Santa Barbara. Ja und? Ja, jetzt haben wir mehrere Flaggschiffe. Aha, Ich hab. geht doch gar nicht. Hä? Wieso? Die hieß doch gerade eben anders. Das habt ihr doch auch gerade eben gesehen. Als die gekauft habe. Ja, und die kann man doch umbenennen, alle. Na egal. Treibgut einsammeln. Wo liegt das nochmal? Beilingen, ja. Solltest du mit der Atifa am besten auch noch machen, weil die einen großen Laderaum hat. Ich nehme die von der Santa Barbara. Da liegt ja sowieso nicht so viel. Da liegen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay.
Ich habe einen vergilbten Abschiedsbrief gefunden. Oha. Was bringt der? Keine Ahnung, kannst du lesen? Ja, kann man nicht. Egal, schmeiß ich das einfach wieder über Bord. Das ist alles unnötig. Wieso, dafür kriegt man Ruhm? Wo soll ich das hingeben? Einfach zu irgendeinem Händler verkaufen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wie sieht's mit den Adligen aus? Ja, da komme ich momentan nicht voran. Weil unsere Nahrung und alles immer so unregelmäßig geliefert wird. Wir haben auch gar keine Seile mehr, ne? Nö, woher soll ich die denn zaubern? Wieso haben wir eigentlich keine Lederwämser mehr? Was? Wir haben keine... Lol, wir haben keine Tierhäute mehr. Narvik, sofort Gas geben. Kommt nur und seht euch in aller Ruhe um. Ich helfe euch gerne aus. Treibhut bringe ich wieder zum Händler, ne? Jo. Nimmst du noch auf? Ja, warum? Kann ja sein. Hast du genug Mut, das hier zu erledigen? Mark, kannst du das tun? Weil das müssen wir tun. Ja, ich habe zu wenig Kriegsschiffe, würde ich mal sagen, oder? Wieso, wie viele hast du denn bitte? Okay, wenn, okay, aber wenn das gleiche nochmal kommt wie eben, dann... Nein, das ist nicht das. Du musst nur ein Schiff entern und vielleicht dich dabei ein bisschen verteidigen. So. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Ich schlage ein. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Ich helfe euch gerne aus. Bringt uns immer in etwas Ruhm ein, ne? Mhm. Ja, nicht? Doch.
Die Details bleiben besser unter uns. Ein ganz und gar ehrenwertes Geschäft. Die Details bleiben lieber unter uns. So, was haben wir denn jetzt hier? Die Navig 3. Mhm. Navig 1, Navig 2, Navig 3. Nur, dass die Navig jetzt kein Dings ist, sondern ein Kriegsschiff. Ja, ja, kommt vor, ne? Tja. Ich komme gleich wieder. Wir spielen schon so lange, da muss man auch mal aufs Klo gehen können. Nein. Ich glaube sowieso, das Schiff ist ja unterwegs zu Hassan. Wann ist das da? Und gleich. Ach doch, so früh, das finde ich schön. Goody, Mark hat hier schon wieder alle Kriegsschiffe stehen lassen. Ich habe ihm extra gesagt, er soll alle mitnehmen, aber nein, er will ja nicht hören. Kommen die jetzt alle mal sofort mit? Ist das ein Handelsschiff oder ein Kriegsschiff? Handelsschiff. Was tut er nur? Er soll alles mitnehmen, was macht er? Er lässt alles stehen. Okay, das Schiff ist zum Glück im Norden. Nein, doch nicht über Bord werfen. Stopp. Was ist denn da los? Was muss ich angreifen? Ja, es sind ein paar Schiffe, ne? Was denn? Ich hab gesagt, du sollst alle Kriegsschiffe mitnehmen. Die folgen ihm auch schon. Ist alles ganz gechillt. Alle Kriegsschiffe. Außerdem sind da nur zwei Korsarenschiffe und eins, was du kapern musst. Das ist ja wohl möglich. Eben sah das Meer aus, weil er von oben immer neu reinkam. Deswegen. Ja, echt interessante Errungenschaften, teilweise. Fehlt da nicht noch ein Kriegsschiff? Ich habe alle losgeschickt, die vorhin da waren. Aber jetzt könnte es sein, dass schon wieder ein neues gebaut wurde. Oh nein, sag nicht, dein Schiff ist jetzt zu langsam. Mark, guck's dir an. Es wäre die Atifa nicht schneller. Können wir das rüber transportieren, das Ding hier? Ja.
Das also verstehst du unter Loyalität. Hä? Na super. Jetzt haben wir seine Mannschaft geklaut. Was hat er für Probleme, ey? Egal, machen wir es trotzdem, angreifen wir es trotzdem an. So, die Atifa schafft das ja wohl locker. Das Inventar ist etwas verbuggt von der Atifa. Also sie soll das entern. Ja, tue ich doch gerade. Was? Sie soll das entern? Ich doch gerade angeklickt. Was tut es da? Immer näher dran fahren. Irgendwie nicht. Gleich ist es da. Hä? Moment mal gerade. Spiel gespeichert. Kann es irgendwie sein, dass das verbuggt ist? Mhm. Dann können wir eigentlich abziehen. Vielleicht geht das mit dem Dings nicht, warte mal. Das kann ja irgendwie nicht sein. Hä, wo ist jetzt die Entermannschaft hin? Auf dem Schiff. Was soll das bringen? Tja. Entern wir uns jetzt gegenseitig. Ja, jetzt können wir wohl die Entermannschaft verkaufen. Ja. Die gibt immer einen ordentlich Ruhm. Auch nicht schlecht. Ich guck mal gerade nach neutralen Kräften. Na, hier gibt es eine Ausgrabungsstätte. Hier ist der Kontor. Was fehlt denn jetzt noch zu den Adligen? Es fehlen einfach Gebäude und ich weiß nicht, wo ich die hinbauen soll und es geht alles recht langsam voran. Oder? Es muss alles auf eine Insel, Mark, immer noch. Cool. Dann musst du wohl wahrscheinlich die Gebäude auf andere Inseln verlegen, ne? Oder wir brauchen einfach mehr Ruhm, sodass wir, Bettlerprinz sind. Sodass unsere Bettler weniger, also, dass wir weniger Bettler brauchen, damit wir ein zusätzliches Bürgerrecht haben. Verstehst du? Hm. Unsere Patrizier steigen natürlich auch nicht mehr auf, weil sie keine Kerzenhalter haben. Was etwas doof ist. Zudem. Brot haben die doch. Was haben die für Probleme? Und keine Lederwämser. Wieso das denn schon wieder? Wieso steht hier eigentlich immer noch der Bergfried? Warum ist das Inventar beim Atifa, bei der Atifa eigentlich so verpackt gewesen? Keine Ahnung. Was ist für ein komisches Treibgut hier? Das gar nichts. Siehst du das? Moment, Atifa da. Ja. Wir, Rechtsklick wirft über Bord. So. Beziehungsweise nur. Das. Es tut mir leid, aber ja! Was will der Typ von mir? Verkaufst du die Entermannschaft? Ja. Gleich, wenn ich die anderen Schiff weggebracht habe, so jetzt. Ach so, hast du schon. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Yeah, 100 Rugen. Okay, machst du wieder irgendwelche Aufträge?